4. Produktion gestartet. Einheit fertiggestellt. Ja, Battlezone, das hatte damals die GameStar als Titelthema und ich glaube, in jedem dritten Satz stand drin, das ist das neue Genre, das Action-Strategie miteinander vermischt, das wird die Welt revolutionieren. Ja, man hat nie wieder was gehört. Scheint ein schlechtes Spiel. Battlezone. Ja, Battlezone. Wir haben damals geschrieben, die haben ein neues Untergenre erfunden. Ja, wo ist dieses Genre jetzt? Ja, schade. Das ist ein bisschen untergegangen, das Spiel. Nein, das war ein guter Spielemonat. Also es war ein guter Spielemonat, weil Battlezone ist dabei. Ja. Ein Spiel, das auch damals mit einer damals revolutionären Grafik für ein Strategiespiel, die Genres Action und Strategie mixte, aber im Grunde eher ein Strategiespiel war. Das ist bis heute eines der meist unterschätzten Spiele der Computerspiele oder PC-Spiele-Geschichte. Was natürlich super war, ist, wenn man rausgeflogen ist, wenn man mit einem Scharfschützengewehr rumrennen konnte und dann wieder andere Fahrzeuge übernehmen konnte. Das fand ich ziemlich heftig. Also krass, da hat man sich so wehrlos gefühlt. Ah, so wehrlos. Ich will auch stark sein im Spiel. Stark. Und ich habe damals total gestaunt, wie geil die Grafik ist. Das hätte ich nicht gedacht. Das kam irgendwie unter dem Label Strategie. Und dann weiß gar nicht, das muss ja eine spezielle Hardwarebeschleunigung damals noch gehabt haben, oder? 3DFX oder so. Das war gut. Ja. Und es sah fantastisch aus. Und war super spielbar. Obwohl, ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber dann... Es ruckelt aber ganz ordentlich, ne? Aber hallo. Sieht aber eigentlich noch ganz ordentlich aus, für das jetzt 10 Jahre alt ist. Was soll ich denn sagen? 32 Jahre alt. Die Landschaften waren ein bisschen leer. Und ich fand, auf Screenshots sah es immer nicht so gut aus. Aber es hat halt echt funktioniert und wirklich, wirklich Spaß gemacht. Söldnerarmee, die Grollbringer, und verteidigen einen kleinen Handelsposten. Jetzt kommt das beste Spiel der Welt. Es war ein Echtzeitstrategiespiel, was man aber eigentlich nur spielen konnte, wenn man zwischendurch auf Pause stellte und genau die Situation analysierte. Und das war so ein richtiges Taktikspiel zum Reinschaffen. Wahrscheinlich wird Gunnar ohne Ende über dieses Spiel philosophieren. Kann ich mir wirklich vorstellen. Wahrscheinlich wird er nachher wieder sagen, ihr habt das nicht gespielt, ihr seid alle gefeuert. Richtig. Dann kommt er am Ende des Monats wieder an, wir müssen das Heft noch voll machen. Hast du schon was anderes? Nee, komm. Hier hast du einen Vertrag zurück. Das ist eins unserer Lieblingsspiele. Also das wussten wir vorher nicht, wir haben uns da eben erst drüber verständigt, als ich gesagt habe, ich rede die ganze Zeit zu meinem Lieblingsspiel. Und ich habe gesagt, ich rede die ganze Zeit zu meinem Lieblingsspiel. Genau, aber da gibt es gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach ein fantastisches Spiel, von hinten bis vorne durchdacht. Es war sauschwer. Also, und man konnte nur gewinnen, wenn man wirklich Artillerie und also so Katapulte und so weiter und berittene Einheiten und Infanterie aufeinander abstimmt, aber das nicht so wie heute, sondern man musste die Formationen genau einhalten und das war richtig, richtig schwierig und es hat aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, wenn man eine gewisse Frustresistenz hatte. Ich habe es damals durchgespielt und fand es großartig. Was ich so toll finde, was zu wenig Spiele machen, weil es designerisch schwer zu lösen ist, ist, dass man von Mission zu Mission seine Armeen behält. Sind die da unterwegs? Ist es Deutschland? Das sieht ein bisschen so aus. Ja, aber vielleicht können wir mal sagen, was das so fantastisch gemacht hat. Es war einfach nach wie vor eines der ganz, ganz wenigen Spiele, finde ich, wo das Schlachtfeld wirklich eine Rolle gespielt hat. Mit Höhenstufen, mit Wasserfällen, man musste sich wirklich alles genau anschauen. Und es hat sich einfach angefühlt wie so eine richtige mittelalterliche Stadt. Schlacht. Genau. Ich glaube, GameStar hat damals ja auch für ein Fantasy-Spiel einen Award für besonderen Realismus verliehen. Genau, das fand ich sehr hübsch. Mutig, super, aber völlig zurecht. Schlachtensimulator, hat Jörg geschrieben in seinem Meinungskasten. Ja. Tex Murphy, das ist ganz lustig, das war ja das vierte Spiel. Das ist doch der Dude. Der Dude? Der sieht genauso aus. Tex Murphy. Ja. Ja, es ist so ein Spiel. Ich mochte das nie, diese Filmsequenzen in Spielen. Ja, so, ich habe so das immer gehasst. Ich habe das auch nie gespielt, weil es hieß immer, ach, dieser herrlich trottlige Detektiv. Ich will keine herrlich trottligen Detektive spielen, genauso wie ich auch keine Frauen spielen will. Eine Geschichte erzählt und es war eine tolle Erzählerstimme im Hintergrund. Also es war irgendwie, ich hatte die englische Version, die war ganz fantastisch. Die Tex Murphy-Serie ist ja legendär, weil sie eine Adventure-Serie ist im klassischen Sinne, aber mit 3D-Grafik gearbeitet hat, fast von Anfang an. Also auch das sieht man hier. Das war, hat kein anderes Spiel gemacht zu der Zeit, war revolutionär. Das ist doch das Spiel, wo jetzt jeder der Kollegen sagt, das war das erste Spiel auf DVD. Genau, das sagt bestimmt jeder. Und der Hauptdarsteller, den wir vorher gesehen haben, den Tex Murphy, der ist gespielt von Chris Jones, von dem Producer des Spiels selbst. Also das waren noch die Zeiten, wo man sich als Producer, als Spieledesigner auch selber vor die Kamera gestellt hat und gesagt, ich bin mein eigener Hauptdarsteller.
Das war ja der vierte Teil einer Serie und die Entwickler haben damals gesagt, soll ja weitergehen. Das hat ja auch ein sehr offenes Ende. Und der Witz war, es gab da nie ein weiteres Spiel, allerdings dann eine Radiosendung, da muss ich auf meinen Zettel nachgucken, die hieß Radio Theater Tex Murphy und war also quasi von Chris Jones, der da auch an dem Spiel beteiligt war. Und dann haben die Geschichte in einer mehrteiligen Radiosendung fortgeführt, nicht in dem Spiel. Aber was mich zu Tode genervt hat, ich musste wirklich jedes einzelne Schubfach durchsuchen. Ein Schrank, 20 Schubfächer und einem davon war was drin. Das hat so einen absurden Charme, das Ganze. Das ist so ein bisschen, für mich hat das einen trashigen Charme. Das möchte gern mehr sein, das Spiel. Ist spielerisch auch nicht so doll, wenn ich ehrlich sein soll, aber man muss es einfach mögen, weil das da merkst, da steckt Herzblut dahinter. Ja, endlich ein richtiges Spiel und nicht nur so ein Quatsch. Ich will gar nicht hören, was Petra dazu sagen würde und auch was Michael Trier dazu sagen würde. Ich fand's super. Zu Star Wars habe ich letztens schon mal was gesagt. Da haben wir böse Leserbriefe bekommen. Ja, genau, das sagen wir jetzt diesmal nicht mehr, dass Star Wars doof ist. Star Wars ist super. Für mich persönlich an Mysteries of the Sith war im Prinzip der Perspektivwechsel. Das fand ich damals ziemlich sensationell. Also, man hat mit Kyle Katarn angefangen Mara Jade, glaube ich, hieß es. Mara, ein schöner Name. Weitergespielt und dass man dann auch einen anderen Helden spielt. Und das war, finde ich, von der Erzählweise recht, recht clever. Ja. Gerade hier natürlich wieder das Problem, musst du auch zwischendrin mal eine Frau spielen. Aber es ist halt Star Wars und da spiele ich sogar Jabba. und dieses mühsame Stormtrooper erschießen zu Tausenden. Ach, ich weiß. Stormtrooper erschießen ist super, das kann man nicht genug machen. Aber so als Shooter war es super, nur auch wieder ziemlich schwer. Also das ist auch so ein Monat der schweren Spiele. Und eine von den neuen Waffen, die es hatte, war die Carbonit-Waffe. Carbonit ist das, wo Han Solo in den Filmen so reingesenkt wurde, also dieser Eisstrahler. Im Wesentlichen konntest du damit Leute einfrieren, aber die hatte eine Reichweite von gefühlten 2 Zentimetern, war damit ganz schön nutzlos. Nee, großartiges Spiel, 2 großartige Fortsetzungen. Schade, dass es da nie wieder eins gegeben hat. Und es gab Jedi-Zombies, was ich ein bisschen bizarr fand. Was sie im Add-on hier rausgelassen haben, eine der Besonderheiten von Jedi Knight vom Hauptspiel war ja, dass es gefilmte Zwischensequenzen hatte. Und beim Add-on haben sie das ersetzt durch Zwischensequenzen in der Spielgrafik, wie wir sie ganz am Anfang gesehen haben. Keine Filme mehr. Fanden manche Fans ganz toll und manche fanden es ganz doof. Und mir ist es ganz schön egal. Anstoß 2 Verlängerung. Damit habe ich Jahre verbracht. Schon das beste Anstoß, oder? Die Meinung darüber ging auseinander. Die meisten Leute sagen, Anstoß 3 sei das Beste. Ich finde persönlich, Anstoß 2 ist so aus meiner historischen Perspektive der beste Teil der Serie. Es war ein großartiger Fußballmanager. Mein Bruder hat Tag und Nacht davor verbracht. Also er hat erste Anzeichen von Verwahrlosung gezeigt. sowas noch nie gespielt. Ich finde das unglaublich langweilig. Gespielt. Wie ich Fußball auch unglaublich langweilig finde. Ja, da ist es halt natürlich überhaupt gar nichts für dich. Ich fand so alles stimmig an dem Spiel. Also natürlich sind die heutigen Fußballmanager irgendwie ausgefeilter und so, aber das war genau das, was ich wollte. Ein großer Faszinationsgrad, immer noch auf ganz viele Leute, verkauft sich wie geschnitten Brot das Zeug. Und für mich ist es so ein bisschen zu Excel-lastig alles. Natürlich war es immer noch ganz großes Kino und was immer ganz toll war dieser animierte Fußball, der dir immer so Tipps gegeben hat. Der war so süß. Ist ja so wie die Büroklammer bei Word, oder? Genau, nur süßer. Ich sehe, Sie versuchen einen Abschiedsbrief zu schreiben. Kann ich Ihnen helfen? Aber tolles Spiel. Textmodus. Textmodus. Nein, übertrieben. Ach. Würde nicht sagen, dass du das in 3D gespielt hast. Ich habe das in 3D gespielt. Das ist so... Gut, so, kann man denn so... Ich habe die Tore gesehen. Aber das ist doch... Die Beschreibung war doch das Nette. Nein, das Tor war das Nette. Ich wollte sehen, wenn da mein Superstürmer ein Tor schießt. Was der nicht so ausgesehen hat wie mein Superstürmer, ja, Pele Wollitz damals. Ja, aber es gab ja irgendwie nur gefühlt 3 Spielsituationen. Und es gab 2000 und mit Verlängerung kamen 200 dazu. Ja. Und bis man die alle mal durch hatte, das hat schon gedauert.